Mahlzeit, herzlich willkommen bei Bro sowieso, aka Red Review, aka der schmelzende Typ. Aka der Kamerazerstörer. Hab ich gar nicht, ey. Es läuft wieder grandios bei uns. Es ist wirklich richtig geil wieder. Also so richtig dauergeil momentan. Du bist dauergeil momentan. Ja, das wär ich gerne. Das wüsste ich aber. Also, gestern waren wir ja beim Expedition Flugheim. Discover-Flugheim. Blogger-Vlogger-Event im Phantasialand. Und da hat sich damals für Unterstützung von Reit, unseren nachliegenden Bau, unseren ersten Stopp, gefilmt haben. Die DSLR zerlegt. Würdest du vielleicht die Kamera dann nehmen? Ja, reichst du mir die? Ich komme nicht dran. So, ist halt sehr praktisch, wenn man die. Jetzt fährt er mit seinem Behindertenbus. Im Arsch stecken, Junge, ey. Das ist natürlich sehr praktisch. Wenn man die so ab und an mal benutzt und braucht und wir auch jetzt in 2 Wochen wieder auf Tour sind. Ja. Diese ganzen Leute hier passen. Und als wir von der letzten Tour gekommen sind, hatten wir schon das glorreiche, das habe ich euch gar nicht erzählt im Vlog, dass unser Kühlschrank kaputt gegangen ist, als wir weg waren. Das hast du gar nicht erzählt. Nee, weil mich das so aufgeregt hat, das habe ich komplett vergessen. Und seitdem haben wir auch keinen Kühlschrank. Da haben wir schon, aber es ist halt in der Garage. Wir verbuddeln alles oder legen es in Salz ein, wie früher. Klar. Oldschool. Ja, ne, Kühlschrank am Arsch, DSLR jetzt am Arsch. Was richtig miese, breeze Scheiße ist. Ich hatte keinen Bock, eine neue zu holen. Und es ist jetzt auch kein technischer Fortschritt da, dass es sich lohnen würde, irgendwie eine neue zu holen. Ich fand es aber noch nach Krefeld. Da ist so ein Kennhändler und überhaupt Kamerahändler. Alter. Was das? Sowas haben wir ja nicht mehr hier in der Stadt, Kameraläden. Das ist auch so grandios. Und dann waren wir jetzt gerade auch noch scheiß Fahrradfahrer. Da waren auch noch scheiß Fahrradfahrer. Ja. Und dann mussten wir gerade noch zur Bank, weil ich gar nicht weiß, was für ein Kreditkartenlimit meine scheiß Kreditkarte hat. Weil wir brauchen die für die nächste Tour. Ja, ging erstmal rumgemecker und dann wollte ich nicht und das Limit nicht erhöhen. Warum auch immer. Sonst scheißen die zu mit irgendwelchen Krediten, ne? Und ich wollte das Geld nicht ausgeben, ich brauche nur das Limit, weil der Autovermieter dieses Limit haben will. Achso. Ja, jetzt machen sie es doch. Also sie müssen nochmal. Also sie ratschlagen sich nochmal, aber. Gehen wir um Sick. Ja, und jetzt fahren wir nach Krefeld. Ach ja, und Neuheit im Phantasialand-Video ist schon online. So 5 Minuten nach offizieller Veröffentlichung. Wie hat er das getan? Ja, jetzt fahren wir. Er ist der Meister. Jetzt fahren wir erstmal. Tschüss. Tschüss. So. Ich bin in der Hölle. Na, eigentlich nicht. Es ist nämlich echt schön kalt hier. Und wir sind bei Primark, weil ich habe jetzt gerade die Canon 80D gekauft. Gezwungenermaßen, weil die halt auch jetzt wenig Hoffnung sehen, die Kamera zu operieren haben. Uns noch eine Adresse gegeben mit einem Kamerafachladen. Wo wir gleich noch hinfahren, gleich morgen wahrscheinlich, ne? Und das abchecken, ob die was reparieren können. Die Bank hat angerufen, Limit wird hochgesetzt für die Zeit, wo wir das Auto mieten und danach wieder runter. Arschlöcher. Und geile Tasche. Ja, und wir steppen hier mal ein bisschen durch Primark. Und ich glaube immer noch nicht, dass die diese ganzen Gryffindor-Sachen nicht verkaufen dürfen. Harry Potter Stuff. Und auch die ganzen anderen Lizenzen, Minions. Ariel, Schön und das Biest. Ich glaub das nicht. Boah, cool. Nice. Ist da noch ein Ball? Yeah. Zieh mal irgendwas. Zieh mal gegen das Schild. Gegen 16-Euro-Schild. Oh, Mist. Hast du da noch einen? Ja, komm. Ja, komm. Du? Nee, mach. Du musst mich auch filmen. Das ist dich filmen. Ich muss ja das Ziel filmen. Du musst auch schwenken. Oh krass. Schwenken. So, 3, 2. Ah, fail. Hast du nicht getraut, ne? Doch. Achtung, versteckte Kamera. Wer ein bisschen den Kanal kennt, der kennt ja das Endcard-Lied oder auch den anderen Elektro-Track, die von Epidemics kommen. Und der Jan ist ja Endless.
Und es gibt bei Primark Merch. We love you, Jan. Jan, das gibt's auch in deiner Größe. Das ist auf jeden Fall ein großer Deal. Aber das sieht immer noch ziemlich groß aus. Junge, Junge, Junge. Ja, aber siehst du, was Disney hier auch verramscht. Aber gut, Disney kostet 3 Euro, das kostet 9 Euro. Aber am Ende ist der Preis auch endless egal. Frozen Joghurt-Abteil hinter mir.